Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Drachen mit Falk Pirczek als Faruk Eisenbusen, mit Ivan Thieme als Gummo der Barbar und mit Georg F.K. als Dexafetamin. Wir spielen D&D, das wisst ihr ja. Da muss man eigentlich nicht mehr viel erzählen. Ich gucke jetzt mal in diese Kamera rüber, damit wir alle im Blickwinkel sind. Ihr könnt uns gerne unterstützen, zum Beispiel auf Patreon. Das wäre ganz, ganz toll. Da richten wir demnächst noch ein neues Tier ein, das nur für VMD ist. Klingt, als würden wir so einen Hamster da hinsetzen. Wir richten dann noch was ein, was nur für VMD ist, falls ihr da Bock drauf habt. Das wäre ganz, ganz toll. Wie ihr seht, brauchen wir Equipment und eines Tages ein großes Filmstudio, weil es wird immer enger. Wir brauchen einfach hauptsächlich Platz. Genau. Aber hier ist natürlich auch schön. Und genau, wir haben vmd.podcast, das ist der Instagram-Account nur für VMD. Da könnt ihr dann, wie gesagt, da kriegt ihr alle Infos zu VMD, da kriegt ihr Memes und Postings und alles Mögliche. Und das sind eigentlich die wichtigen Sachen. Ansonsten bitte lasst uns eine Bewertung da auf Spotify, iTunes, dem ganzen Brimborium und so. Und dann würden wir uns da sehr drüber freuen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe? Nee, ne? Okay, dann fangen wir einfach direkt rein. Dann springen wir direkt rein. Kurze Kunstpause. Was ist passiert in der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen? In der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen haben unsere Helden das Unglück gehabt, in einen Hinterhalt zu geraten. Gummo und Dexa haben die Verfolgung aufgenommen, nachdem ein Mord passiert ist, nämlich Philinda, die Zwergenprostituierte, Sexworkerin, wurde umgebracht zwischen der Taverne und dem Bordell in dieser kleinen Gasse, die dazwischen ist. Und dann ist eine vermummte Gestalt weggelaufen, die Dexa gesehen hat. Und die beiden haben eigentlich ziemlich gut koordiniert, wie professionelle Kopfgeldjäger, diese Person verfolgt bis ans Ende der Zeltstadt, die, ich blende eine Karte ein, glaube ich, gleich nochmal an der Stelle, und haben es fast geschafft, diese Person zur Strecke zu bringen, aber dann waren da zwei riesige Gestalten, zwei Bugbears, die mit großen Keulen auf, oder Maces auf Gummo eingeschlagen haben, als er gerade um die Ecke gebogen kam. Währenddessen hat Faruk mit einer Sonnenbrille, die er irgendwo her hatte, die Leiche untersucht, CSI-Style, und festgestellt, A, es war Philinda, das ist das eine, B, das Gold ist weg, und C, er wurde auch ein bisschen verdächtigt. Ja, Er wurde ein bisschen sehr verdächtigt von der Bordellbesitzerin unter anderem. Ja. Ich muss mal diesen scheiß Arm hier noch bewegen. Stich ins Herz war die Todesursache. Genau, Stich ins Herz war die Todesursache. Sehr professionell. Genau. Und da muss man jetzt mal gucken, was daraus wird. Muss man nicht, also, weil ein Feuerball von oben runterregnete und die ganze Gasse zerstört hat. Ja. Und so ziemlich alle, außer Sharka und Sam, hast du jetzt mittlerweile gesehen, die schwer verbrannt auf dem Boden liegen, umgebracht hat. Das war so ein Spontankrematorium. Du bist tatsächlich einfach, Faruk, ist durch diese Explosion, er war gerade auf dem Weg nach draußen, durch die Explosion rausgesprengt worden in der Gasse, volle Kanne. 60 Meter nach vorne geflogen, ich bin quasi im Kampf. Das hättest du gerne. Ja. Nein, du bist irgendwo im Schlamm gelandet, glücklicherweise, weil es dich gelöscht hat, so ein bisschen. Aber auch du bist schwer angekokelt gewesen. Ja. Und währenddessen hat Gummo sich zurückgezogen aus diesem Hinterhalt, clevererweise eigentlich, aber dann, als ihr beide gerade dabei wart, euch zu treffen, in der Zeltstadt, so ein paar Meter rein in die Zeltstadt, landet zwischen euch der Manticore und es ist sofort ein Problem. Logischerweise, Dexa kam dort an, wollte Gummo tatsächlich helfen und wurde dann aus dem Nichts geschattert von irgendjemandem. Wir erinnern uns, Shattern ist einer der Lieblingssprüche von Faruk. Ist einfach wie eine magische Handgranate werfen im Großen und Ganzen. Und das hast du aber glücklicherweise recht gut überlebt. Aber dir klingeln noch die Ohren und Gummo auch von dieser Explosion. Und dann, da sind wir, an diesem Punkt sind wir angekommen. Und ich würde sagen, wir haben vor der Folge mal kurz so verglichen unsere aktuellen Hitpoints und insofern herzlich willkommen zur letzten Folge Verprügelter Drachen. Ja. Und dann habe ich wieder mehr Freizeit und das ist der einzige Grund. Wir bringen dann auch so Merch raus mit so einem Shirt, wo unsere drei Gräber nebeneinander sind. Ja. Also ja. Ihr könnt auch gerne noch was kaufen danach. Ah ja, wir haben Merch-Store, geht mal in den Link unten. Ja. Genau, an dieser Stelle sind wir jetzt angekommen. Es sieht richtig düster aus gerade. Also für mich ist das Gefühl noch nie so düster aus wie gerade. Ich habe richtig Puls. Naja, ihr wart schon ein paar Mal echt in Gefahr in eurem Leben. Ja, aber die sind noch alle fresh. Ja. Wir haben denen noch nichts getan. Die sind frisch wie der junge Sommermorgen. Das stimmt tatsächlich. Und trotzdem, ja, vielleicht positiverweise, kann ich jetzt verkünden, dass der Nächste, der dran ist, Faruk ist. Okay. Und Faruk, du bist gerade aufgestanden aus Ruinen.
aus der Ruine, die dein Leben ist. Ja. Deine Kleidung ist verkokelt, dein Hut ist angesenkt, du liegst im Schlamm noch so ein bisschen drin, also du stehst jetzt gerade auf und drehst dich um und siehst halt die Verwüstung. Was möchtest du tun? Ich möchte als allererstes, erstmal muss ich mir was abstreichen, merke ich gerade, weil ich habe das letzte Mal nämlich mit Dexa, glaube ich, über Sanding kommuniziert und da habe ich mir diesen einen Slot noch nicht abgestrichen, das werde ich gleich tun und jetzt muss ich leider gestehen, ich werde vermutlich gleich nochmal Sanding benutzen müssen, um unsere Marines zu uns zu gesellen. Ja. Weil es wird Zeit, dass wir Armbrüste und ein paar Muckis brauchen. Ja. Weil ich glaube, das ist jetzt eine Gruppenaufgabe geworden. Ja. Die können dann nachher gern ihr Gehalt nochmal neu verhandeln. Weil ich glaube, die sind ein bisschen unterbezahlt für das, was wir hier tun müssen. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt wirklich Captain Bullington mal eine Nachricht schicken. Okay. Ich weiß ja schon grob, wo ihr seid, ne? Ja, ich habe dir ja geantwortet. Ja. Genau, ihr hattet euch miteinander kommuniziert. Ja. Abgesehen davon hast du aber auch den Shatter von weit weg gehört. Ja. Deswegen warst du, glaube ich, auch auf dem Weg überhaupt in die Richtung. Das heißt, da hast du schon recht guten Eindruck. Und Gummo leuchtet, also beziehungsweise seine Waffe leuchtet in der Nacht. Das ist die hellste Lichtquelle dort. Ja. Die macht ja richtig Licht. Ne? Also das ist magisches Licht. Das ist so ein gleißendes, weißes Licht. Mhm. Der ist relativ leicht zu finden. Okay. Also und ein brüllender Manticore ist auch noch in dieser Ecke. Vielleicht sind die auch schon auf dem Weg. Aber ich möchte auf Nummer sicher gehen, dass sie wirklich kommen, weil wir werden die brauchen. Ja. Also Sanding sind 25 Wörter. Wir brauchen eure Hilfe. Wurden angegriffen, gab Hinterhalt, sieht nicht gut aus. Ja. Einer bleibt gefälligst beim Ei. Ja. Sonst gibt's was hinter die Löffel. Küsschen, Faruk. Und an wen schickst du es? An Bullington? An Bullington. Okay. Ja. Und dann rappel ich mich auf und renne zum geißelnden Licht und meinen Freunden und Gesellen, um ihm beim Sterben beizustehen. Okay. Mehr mache ich nicht. Sanding ist eine normale Action, ne? Also ein Zauberspruch. Das heißt, du kommst jetzt 20 Fuß weit. Ja, mehr kann ich nicht machen. Das heißt, ich bin gefühlt 3 Meter gelaufen in meiner Runde. Ist also so ganz dramatisch in Slow Motion und dann merkt man so, es ist nicht Slow Motion, es ist einfach seine Geschwindigkeit. hinter dir bricht natürlich auch so ein bisschen die Hölle los im Sinne von, dass die Taverne anfängt zu brennen und das Bordell anfängt zu brennen. Und es ist jetzt gerade erst passiert, also da ist ihr hört jetzt langsam erst so Aufschreie. Die nächste Person, die dran ist, okay. Es tut mir leid, ich kann mich da gerade echt nicht drum kümmern. Das ist mir gerade ein bisschen total egal, muss ich sagen. Also du bist ja auch kein Feuerwehrmann. Also wirklich nicht. Nee, also wirklich nicht. Du bist der schlechtmöglichste Feuerwehrmann. Und du hast nicht den Create Water Spell genommen. Ist das auch okay, würde ich sagen. Also alte Notizen, wo sind denn meine aktuellen? Naja, macht ihr mal. Ich habe ja noch Zeit, mich zu ordnen jetzt. Ich bin ja wieder 12 Minuten lang nicht dran. Genau. Das sind so Sachen, die man am liebsten vom Game Master... Manticore schwanger und gebärt einen neuen Manticore oder was passiert jetzt? Ja, viele Manticore. ich muss nur mal ganz kurz gucken, was der Widerstandswurf hier ist für etwas. Muss widerstehen? Was muss ich denn widerstehen? Wem muss ich widerstehen? Das ist die bessere Frage. Ja, vielleicht macht dieses Gebrüllen so einschüchtern, könnte sein. Nee, das kann ja nicht sein. Warum steht das jetzt hier nicht in der fucking Spell Description? Ich hasse es. Leckeren Zitronenkuchen raus und ich muss Carbs widerstehen. Der Spell Safe DC steht ja meistens bei der Kreatur in deren Spellcasting Überschrift. Der ist ja abhängig. Mir ist schon klar, aber man muss ja trotzdem irgendwie wissen, wogegen die Kreatur würfelt, also mit was die ihren Safe macht. So, das steht meistens oben irgendwie bei Attack Safe oder sowas in den Stats. Vielleicht gibt's, okay, ich sag's einfach mal, bei Sleep gibt's keinen... Nee, bei Sleep geht's nur um die aktuellen Hitpoints. Ja, okay. Dann gucken wir doch einfach mal, was passiert. Och nee. Ich hab auch langsam die Faxen dicke. Okay. Uiuiui. Boah, sind wir durchs Gold gebrannt. Das ist mega unspannend für die Leute zu Hause, wenn ich einfach nur rechne. Mhm. Aber es ist, was es ist. Okay. Okay. Dexa, du fühlst etwas.
Du fühlst ein seltsames Gefühl. Deine Augen werden schwer. Du hörst von Weitem so eine einlullende Melodie, deiner Meinung nach. Ja, so ein, als ob jemand ein Instrument spielen würde, weit entfernt. Das ist ganz komisch, weil du bist in dieser Kampfsituation. Mhm. Und du merkst wirklich, wie du immer müder wirst und immer müder wirst und kaum deine Augen aufhalten kannst. Mhm. Und du hörst so das leise, ja, jemand spielt leise so eine Zither oder sowas, also eine Gitarre, es ist ganz komisch, es ist weit weg und gleichzeitig ganz nah an dir dran. Fuck, die haben Laverna dabei, okay. aber du kannst dich im letzten Moment, kannst du dich noch wach halten. Also du musst dich wirklich selber vielleicht sogar ins Gesicht schlagen oder sowas, mal kurz. Oder dich kneifen oder sowas. Ja. Du bist ja jemand, der sich mit Zaubersprüchen... Ich halte mir so meine Kristallkugel so an den Kopf, so wie so ein Eisbeutel. Weil du dich auskennst mit Magie, weißt du jetzt zumindest, jemand hat versucht, einen Sleep Spell auf dich zu wirken, also einen Schlafspruch, um dich einzuschläfern. Einzuschläfern klingt komisch. Aber ja, um dich bewusstlos zu machen. Ja. Und du hast es gerade so überlebt. Also du hättest eigentlich fast, du hast so kurz davor mich gesehen. Ich habe 34 gewürfelt und du hast 35 Hitpoints. Das heißt, du hast es gerade so, du warst wirklich am einnicken. Da wurde schon gedöst. Genau. Okay. Also du hast auch wirklich, du musst einen kurzen Schritt zur Seite machen, um dein Gewicht wieder aufzufangen, weil du so zur Seite gekippt bist fast. Aber du hast das geschafft. Leider, du kannst von mir aus mal einen Perception-Check machen, weil du weißt, dass ein Sleep-Spell eine Reichweite hat. Das ist eine 9. Ich bin... Mein Name klingt nicht so ähnlich, nicht umsonst so ähnlich wie ein ADS-Medikament. Also. Okay, ja, das reicht leider in der Dunkelheit nicht. Ja. Aber du weißt zumindest, dass auch ein Sleep-Spell ist, so maximal 90 Fuß von dir entfernt. Mhm. Und du bist ja vorher auch schon geschattert worden von ihm. Also irgendjemand treibt sich da zwischen den Zelten rum. Ja, und jetzt, wo ich Musik gehört habe, kann ich davon ausgehen, dass es möglicherweise Bade oder Badin sein könnte. Mhm. Gut möglich. Und dass da so eine Badin irgendwie an der ganzen Sache beteiligt war, habe ich ja wahrscheinlich in Glanwood auch mitbekommen. Okay, scheiße. Du bist in... Ich will mal englische Wörter verwenden, deswegen stotter ich gerade. Ja. Gebrieft worden, ist mir jetzt egal. Ja. Wenn ihr kein Englisch könnt, dann geht doch nach Hause. Ich kann jetzt nicht... Ja, wirklich. Geht zurück nach Falcon's Hollow. Briefing kennt man ja auch so, wenn man... Genau, wenn ihr kein Business-Englisch könnt. Genau, wenn ihr in einem Startup im Office arbeitet, dann wisst ihr auch, was ein Briefing ist. Genau. Er hat eine Präse gesehen darüber, okay? Eine Präse. Mann. Was ein Scheißwort. Genau, und du weißt deswegen, wer Laverna ist. Ja. Laverna Siren Voice war ja auch festgenommen tatsächlich. Ja. Und da gab es Aufzeichnungen drüber, die wurde ja auch verhört. Und ja, was soll das denn jetzt? Der andere hat es ja nicht richtig gemacht. Ja. Wie auch immer der nochmal hieß. Das ist lange her. Ja. Ich kenn's jetzt Krieger, genau. Okay, nächste Person, die dran ist, und ich sage Person im weitesten Sinne, weil es der Manticore ist, ist der Manticore. Und der Manticore, der geht jetzt auf Gummo los, weil, warum nicht? Ja. Und du müsstest mir mal ganz kurz deinen AC sagen, bitte, ist, Gummo. Ist 17. Very good. Du bist in Rage, das heißt, es wird alles halbiert bei dir. Genau. Ah, und der Manticore wird aus irgendeinem Grund angezeigt. Ne? Das ist ja fantastisch. So. Ich muss gleich eine wütende Kundensupport-E-Mail geben nach der Folge. Okay. Du wirst, er schlägt nach dir mit seinen Klauen. Ja? Mhm. Er ist ja ein riesiger Löwe und du siehst einfach diese riesigen Pranken, die sind auch nicht wie bei einem normalen Löwen, die von der Größe her, die sind ja schon groß, sondern es ist wirklich so ein bisschen so, als hätte der so Bratpfannen große Klauen. Ja? Und schlägt nach dir. Die Klauen an sich sind auch wie Dolche von der Länge her, weil das alles nach oben skaliert ist. Ne? Aber du weichst dem aus. Du bist im Kampf drin, du weichst dem aus. Immer wieder machst du deine Mayweather Shell, um gerade das so an dir vorbei geht, aber er ist auch nicht ohne. Ja. Du weichst dem aus in einem Moment und da passt du nicht so richtig auf, weil das so ein bisschen, du kommst in so ein Gleichgewicht, dein Arm ist ein bisschen zu weit draußen und er beißt da volle Kanne rein. Mist, ey. Ja, so. Trotzdem immer noch glimpflich ausgegangen, würde ich fast sagen. Mhm. Mit 7 Punkte durch 2, wir runden ab, 3 Punkte Schaden. Also das geht gerade noch so. Es ist auch kein richtig fester Biss, er kriegt dich nicht so richtig zu fassen, du ziehst deinen Arm da noch raus, aber er hat halt extrem scharfe Zähne und du reißt dir dabei den Arm so ein bisschen auf. Oh Mann, Alter, was ein Viech, ey.
So. Tja, wenn wir jetzt einen Greif hätten. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, fällt mir gerade auf. Gummo war eigentlich dran und V kommt als letzter. Ja, gut, dann ist es. Aber dann ist jetzt so. Du hast ja nichts Krasses gemacht. Nee. Dann bist du jetzt einfach dran, Gummo. Dann machen wir das nächste Runde wieder richtig. Ich bin in einer ganz komischen Situation, weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich habe drei Gegner vor mir: einmal den Manticore und die zwei Bugbears. Genau, richtig? Die Bugbears sind hinter dir praktisch und der Manticore ist gerade der, den ich angegriffen habe, sozusagen von vorne. Ja, und keiner, also ich möchte ganz kurz mein Umfeld verstehen. Das ging so ein bisschen komisch. Yeah. Aber wir haben ja Nacht, ne? Ja. Mein Kerzenständer leuchtet. Super, ist halt hell in der Nacht. Das ist die einzige große Lichtquelle. Das stimmt. Ja. Und auch alle wollen sich kloppen bei mir, ne? Also, die wünschen die haben dich umstellt, die sind die schon wollen dich umbringen. Aus. Die sind schon auf Ärger aus. Die ne? sind Berufsschläger. Ja, das ist das Ding. Das ist das Ding. Ich glaube, selbst wenn durch Rage der Damage halbiert wird und Faruk und Dexa nicht zeitnah kommen, muss ich ein bisschen auf Zeit spielen. Ich muss wirklich auf die Verstärkungen hoffen. Und ich glaube, wenn ich jetzt in Combat einsteige, dass ich trotzdem den kürzeren ziehe, einfach durch die, weil ich auch, weiß auch nicht, ob doch mehr Leute von den Zelten kommen. Deswegen habe ich folgenden Plan. Ich will dir nur eine Information geben, weil ich glaube, das ist für dich vielleicht noch ein bisschen schwer einzuschätzen. Also du bist schon relativ sicher aus deiner Kampferfahrung, die du mittlerweile hast, dass du diese Hobgoblins... Bugbears meinst du? Das sind Bugbears, große Hobgoblins. Ja. Dass du die schon recht zügig umbringen kannst, wenn du jetzt nicht konsequent die ganze Zeit daneben haust. Du darfst nicht vergessen, wenn du... wenn du das willst, ne, kannst du bis zu drei Attacken die Runde machen. Du machst erstmal zwei ohne irgendeine Art von Problem. Das andere, die dritte Attacke, die du dazu machst, dann bist du nachher exhausted, aber das ist jetzt noch kein Problem. Ja. Das heißt, du könntest dreimal angreifen mit deiner Hauptwaffe. Ja. Das könnte schon reichen, um einen umzubringen. Ja, siehst du, ich habe wirklich kein Gefühl dafür. Ja. Weil und für mich nebenbei auch ein Level Exhaustion, wenn wir jetzt gleich danach schlafen gehen, ist auch echt nicht so ein... Ja, das ist auch ein Problem für nach dem Kampf. Ja. Es wird dir wieder im Kampf ich selber... Ich wollte gerade sagen, gerade geht es ja eher darum, nicht zu sterben. Ja. Ja. Also dann, nur, dass du ein Gefühl dafür hast, ist jetzt nicht so, dass du massiv unterlegen bist. Du hast schon einen Owlbear umgebracht und so weiter. Alleine, mit deinen Händen. Erzählen, dass die also es ist jetzt nicht so, dass es so komplett... Ja. wahnsinnig wäre, mit diesen Leuten zu kämpfen. Du bist schon der Tank in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob ich es heute habe, ehrlich gesagt. Heute ist nicht der Moment für Selbstzweifel. Genau. Und halt auch nochmal so wichtig, so grundsätzliche Combat-Strategien, die von Ausnahmen abgesehen, aber im ersten lieber erstmal die Schwächeren durchhauen, weil wenn du nur einen von den Bugbären killst, kriegst du, ich glaube, zwei Angriffe weniger in der nächsten Runde. Ein oder zwei, weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Also wir gehen jetzt einfach... Das ist halt für ein Statement, King, außerdem hier Verstärkung. Jetzt. King steht schon neben dir. Der hat nur daneben gehauen letzte Runde. Ja, und Faruk sind gerade mal sechs Runden da. Das stimmt, du bist nicht alleine. Okay, dann schnappe ich mir den Bugbear, der am unsichersten aussieht. Mach mal einen Insight-Wurf. Ist eine 18. Oh! Einer von beiden ist ein bisschen weniger mutig als der andere. Ja. Er ist ein bisschen vorsichtiger als der andere. Plus Insight 1, also 19, genau. Ja. Okay, ja, dann stelle ich mir den Unsicheren. Dass der marginal unsicherer aussieht als der andere. Ja, der hat so eine komische Schuhmarke an oder irgendwelche. Weiß das jemand? Der muss sich irgendwie. Okay, dann versuche ich einfach, ich renne mit meinem Kerzenständer auf ihn zu und versuche drei gezielte Stiche Richtung Tod zu machen. Mach die Richtung Tod? Ja, also. Mach mal einfach erstmal einen Angriff. Ja. Wir gucken und, ne, du kannst auch reckless gehen, wenn du willst. Dann kriegst du alles mit Advantage. Dann kriegen die zwei anderen zwar auch, aber. Ja, das würde ich in dich. Ja, würde also ich weiß auch nicht, ob ich das da empfehlen würde. Ja. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, was hast du aber gerade, ist leider eine 3. Plus? Also plus, das ist ja immer 1d8 plus 6. 1d8 plus 6 ist der Schaden, aber Attacke ist 8. Genau, also da hast du eine 16. Genau, nee, ich habe eine 3 plus 8. Ah, das ist eine 3? Ja. Okay, ja, das trifft nicht. Ja. Dann nochmal. Das ist eine 2. Und das ist eine 11. Die hat getroffen. Die 11 ist eine 19, okay. Ja, das wird ja wohl. Ja, okay. Genau, da würfel mal Schaden dafür. 1d8, das ist hier ein 8er. So, ist eine 2 plus 6 ist 8 Damage. Hast du nur plus 6? Ich glaube nicht, dass das Entschuldigung, stimmt. Entschuldigung, plus 7. 1d8 plus 7 in Rage. Okay. Ja. Ist trotzdem nur 9 Damage. Nee, gut. I know, you gave it your all. Du entscheidest dich anzugreifen. Du du stürmst ein bisschen auf den zu von den dreien, der am ich hätte meinen Plan durchziehen sollen. Na gut.
Ja, Würfelglück ist Würfelglück. Ja, ich hab mich hier dazu. Naja. Nee, jetzt warte doch mal. Ja. Er ist tot. Nein, ist er nicht. Aber du rennst auf ihn zu und du stichst mehrere Male nach ihm. Er ist tatsächlich der Vorsichtige von beiden. Er zieht sich ein bisschen zurück und versucht abzuwehren, was du gegen ihn aufbringst. Und du triffst ihn aber. Du triffst ihn einmal ganz gut in die Seite. Kommt auch ordentlich Blut rausgespritzt aus seiner linken Hüfte. Und er macht einmal so... macht so richtigen, das hat ordentlich gesessen. Ja. Es ist tatsächlich so, dass du siehst, das war schon ziemlich viel Damage für ihn. Ja. Ja. Okay. Also das ist nicht zu unterschätzen gewesen und er blutet ordentlich und jetzt zieht er sich noch so ein bisschen mehr zurück, aber Bugbears sind auch ziemlich tough und der wird dann auch weiter noch kämpfen, auf jeden Fall. Verstehe. Ja. Und der ist jetzt tatsächlich auch als erster dran. Du bist ja fertig, ne? Ja. Also ich habe ja keine Aktion und mehr. Er greift dich auch zurück an und haut aber volle Kanne daneben. Mhm. Ich guck nochmal ganz kurz. Nö, ist keine Surprise Attack. Okay. Genau, das war's auch schon. Der hat daneben gehauen. Er schwingt seine große Mace nach dir. Du weichst der relativ einfach aus. Die sind nicht besonders behende. Also das sind einfach so große, sehr starke so Bodybuilder-Typen, die schmeißen das Gewicht durch die Gegend. Ja. Er verliert auch das Gleichgewicht dadurch, weil er mit so viel Kraft zuschlägt. Er überlebt seinen Schlag völlig. Der nächste, der andere Bugbear, der daneben steht, der trifft allerdings. Mhm. Und der kommt, der nutzt so ein bisschen die Chance aus. Er sieht, dass du beschäftigt bist, du hast dich jetzt gerade auf den einen eingeschossen und er kommt von der Ecke mit seinem Morgenstern, die haben Morgensterne, nicht Maces, und greift dich damit an und trifft dich auch. Und jetzt müssen wir einfach mal gerade ganz kurz, warum verschwindet mein D8 gefühlt? Warum sehe ich den nicht mehr? Ach da, okay. So. Uiuiui, okay. Jonas, mach keine Scheiße heute. Doch, komm, Drama. Es ist, gib uns Drama. 12 durch 2 sind 6 Punkte Schaden. Wow. Der nutzt die Chance wirklich aus. Du warst gerade im Moment abgelenkt, kriegst diesen Morgenstern von hinten volle Kanne auf die Schultern geschlagen, auf den Rücken, so auf den oberen Rücken. Du gehst fast zu Boden durch die Heftigkeit, aber du bist halt auch sehr stark. Du fängst das ab, machst so ein paar Stolperschritte nach vorne und fängst dich wieder. So, was hatte ich gerade zu dir gesagt? 6 Punkte, ne? Genau. Jo. Okay. Der nächste, der dran ist, oder die nächste, die dran ist, wollte ich sagen, ist Dexamphetamin. Alright. Also erstmal, Kink. Kink ist immer direkt nach mir dran. Ich wäre fast eingeschlafen, habe diese Musik gehört. Ich habe wahrscheinlich auch mitbekommen, dass nebenan ein Feuerball hochgegangen ist. Das ist ja und wie du das nicht so wirklich hast. Zu übersehen. Ja. Genau. Deswegen, ich weiß, dass Laverna in der Nähe sein könnte. Dadurch, dass ich hier diesen Manticore sehe und den Feuerball, kann ich mir auch wahrscheinlich vorstellen, dass dieser schwebende Hobgoblin-Idiot irgendwo in der Nähe ist. Kann ich diesen, also Laverna kann ich nicht sehen, haben wir schon gewürfelt, kann ich den schwebenden Hobgoblin irgendwo sehen? Da musst du mal wirklich einen Perception-Check machen. So, komm, naja, eine 14. 15. Ja, minus 1. Also du kannst dich ein bisschen umgucken. Ja. Die Sache ist halt, er fliegt, es ist dunkel und er hat garantiert kein Licht an. Okay. Das heißt, der ist einfach wahnsinnig schwer zu sehen gerade. Und vor allen Dingen, du wirst auch, also deine Nachtsicht wird auch ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass du ich bin halt im Licht stehst. Keine Nachtsicht. Nee, aber deine menschliche, normale Nachtsicht, die jeder von uns hat. Wenn du im Licht stehst, ne, und du guckst in die Dunkelheit rein, und dann ist da noch ein riesiger Brand da. Ja. Du siehst, der Himmel ist schwarz. Ja, ja. Okay, cool. Würde ich gerne, wenn es okay ist, wenn ich als Free Action oder Bonus Action mit Lula kommunizieren kann, ihr einfach sagen, dass sie mal gucken soll, ob sie entweder einen fliegenden Hobgoblin oder eine irgendwie so hübsche Musikerin mit, was war die Haarfarbe? Also lila. Ja, mit lila an Haaren sieht und mir gegebenenfalls Bescheid geben, aber das ist dann jetzt nicht relevant. Dann kriegt einfach der Bugbear, den Gumo schon verwundet hat, einfach mal einen Firebolt. Ja, sehr gut. Nice. Musst du dagegen AC würfeln? Ja, genau. Ist ein Angriffswurf. Okay. Und das ist eine 17 insgesamt. Das hat getroffen? Gut. So, warte. Sorry. Oh, ich habe meine Sprüche noch nicht rausgeholt. Ich muss kurz gucken. Freunde, wir schaffen das. Und wenn ich sehe, dass ihr beide sterbt, dann fange ich ein neues Leben an. Also macht euch um mich keine Sorgen. Ja. So, er hat noch eine Alternativkarriere. Komm, Baby, mach mich glücklich. Er kriegt 14 Punkte Schaden. Sehr schön. Okay. Das ist eine. Now we are talking. Das ist gut. Und falls der noch steht, geht Kink auch nochmal auf ihn drauf.
Also es ist tatsächlich, du schießt den Feuerbolzen, würde man auf Deutsch sagen, ab. Und das ist ja so ein Strahl aus roter Feuerenergie, die an dir vorbei, ne? Also es ist wie so ein bisschen wie ein Laserstrahl, nicht ganz. Es ist tatsächlich so ein Feuerstrahl einfach, der an dir vorbeigeht und den Bugbear volle Kanne in die Brust trifft. Er geht auch so ein bisschen in Flammen auf, er schreit wahnsinnig vor Schmerz. Mhm. Und da ist auch ein richtig riesiges Brandloch jetzt. Er geht kurz auf ein Knie runter und rappelt sich dann irgendwie wieder auf. Und dann greift King an. Gucken wir mal, was King tut. Also King teleportiert sich natürlich auch wieder direkt hinter denen, so, damit er schön mit Advantage angreifen kann. Und der höhere ist eine 19 plus 6. Hat auch getroffen. Gott bewahre, fangen wir an zu treffen. Und das sind dann 10 Punkte Piercing Damage und nochmal 6 Punkte Force Damage, insgesamt 16 Punkte Schaden. Hui, das war mal eine Runde. Oh, 30 okay. Damage. Also, Dexter schießt den Feuerbolzen in den Hobgoblin rein, der tatsächlich vor Schmerz auf ein Knie runtergeht, er brennt auch schon tatsächlich etwas. Und hinter ihm aus dem Nichts teleportiert sich King einfach so über ihn und fällt praktisch dramatisch mit einem Schwert komplett hier hinten in den Hals rein. Und das kommt auf der anderen Seite wieder raus und es spritzt einfach nur Blut aus dem Hobgoblin. Seine Augen werden glasig und er geht einfach zu Boden. Er macht nicht mal mehr ein Geräusch. Kann King das Schwert rausziehen und einmal so dran lecken für die Dramaturgie? Das ist Georgs Entscheidung, ob King so kinky ist. King, der zieht das Schwert eher einfach raus und posiert halt einmal kurz. Ja, nice. Er hält das Schwert vor die Brust und flext. Oh. Nice, falls jemand ein Bild davon malt. Ja. Wow. Gut, der nächste, der dran ist, das wisst ihr nicht, was diese Person tut. Und dann sind wir bei Gummo. Gummo, du kannst, jetzt bist du dran. Auf den nächsten. Den einen Bugbären haben wir geschafft. Ja. Ran an den nächsten. Ich versuche mich ein bisschen zu sammeln. Ich habe so das Tempo geführt. Bevor du würfelst. Ja. Ich hatte heute früh, als ich meditiert habe, eine Vision davon, wie du irgendwie mit dem Kerzenständer zugestochen hast. Ja. Und ich verstehe erst jetzt, was sie bedeutet hat. Ich gebe dir meinen Important Roll. Du hast eine 19 gewürfelt. Für den ersten Angriff. Aber 18 plus dein Angriffsbonus. Das hat auf jeden Fall getroffen. Da kannst du direkt schon mal Schaden würfeln. Ein D8 plus 7. Das ist eine 5 plus 7, ist eine 12, Entschuldigung. Sehr gut, 12 haben wir schon mal. Ja. Dann jetzt die anderen zwei Würfel. Ja. Du musst erst mal einen Angriff machen. Ja, genau. Das ist eine 10 plus, hat plus 8 ist 18. Ja. Also kannst du auch schon mal Schaden würfeln. 2 plus 7 ist 9. 9 plus 21 Damage. 21 und jetzt nochmal eine starke 2. Naja. Okay, also der letzte hat leider nicht gesessen, Dankeschön. Aber gerne. Es ist tatsächlich, du greifst an und in diesem Moment hast du so eine komische Eingebung. Du merkst richtig, du kannst förmlich so ein bisschen so Dexas, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Aura fühlen. Mhm. Oder fast so, als würde sie so Bilder dazu senden, wie du angreifen solltest. Wie so ein Coach, der dir so zeigt, greif unten an und geh dann nach oben. Ja. Ja. Und du machst es tatsächlich, du stichst ihm in den Fuß oder ins untere Bein auf jeden Fall, triffst volle Kanne, reißt ihm das Bein total auf dabei und er geht halt so zu Boden, geht runter und du stichst ihn nochmal volle Kanne so in die obere Brust, Schulterbereich rein und auch das ist ein wahnsinnig starker Hit, es blutet wahnsinnig und du hast sozusagen wirklich, du hast wirklich vor deinem geistigen Auge genau gesehen, unten, oben, wo du ansetzen sollst und der Hobgoblin ist völlig überfordert damit, aber dann hört die Vision noch auf und beim nächsten Stich, weil der Hobgoblin so zurückfällt, weil er kaum noch stehen kann, er macht so Stolperschritte zurück, geht dein nächster Angriff leider daneben. Okay, aber das war doch super. Der ist schwer verletzt. Ja. So. Dann ist, sei denn, du möchtest noch irgendwas machen oder sagen, Gummo? Habe ich denn noch eine klare Aktion? Für mich war immer so nach der Attacke vorbei, aber ich möchte mich so positionieren, dass eigentlich... Du kannst dich noch bewegen. Genau, ich vor dem, dass der Bugbear vor mir ist und der Manticore hinter ihm. Also ich möchte nicht in direkter Schusslinie des Manticores gerne sein. Dann verlässt du den mindestens... Ja, du musst dann tatsächlich den Raum, den Angriffsraum vom Manticore verlassen. Vielleicht, ne? Also flavormäßig kannst du dich da hinstellen, aber wenn du willst, dass er dich angreifen kann, kriegt er eine Attack. Ja. Ja, also mir fällt jetzt nichts ein, was jetzt meine Position noch besser machen würde, außer vielleicht kann ich den Kerzenständer ausmachen oder ist das eigentlich nur Faruk? Ne? Das kann nur Faruk. Das kann nur Faruk. Ne? Ja.
Das kann nur der gecastet hat. Ich bin natürlich halt immer das Ziel. Also, weil es nachts und Leute, ich werde immer gesehen, ja. Ich fürchte, du wärst aber auch so für die das Ziel. Wobei daneben dran steht auch der komische Feen-August, der gerade seinen Kumpel getötet hat. Also, ja. Wer weiß. Ja. Darf ich mich rücken an Kink, so, dass wir so. Ja, das könnt ihr machen, ja, genau. So, damit haben wir vielleicht so ein besseres Sichtfeld abgedeckt. Nice! Ja. Dann spüre ich seinen verschwitzten, nackigen Rücken. Nackigen Rücken, du. Okay. Folgendes passiert jetzt. Dexter, du stehst ja immer noch am selben Punkt eigentlich, wo du vorher auch gestanden hast. Ja. Und du merkst plötzlich irgendwie, man kennt es so, ne? Wenn plötzlich jemand, wenn man das Gefühl hat, jemand steht hinter einem. Ja. Und du drehst dich um, panisch, weil du weißt so, fuck, jemand ist hinter mir. Und hinter dir ist auch jemand. Hinter dir ist die verhüllte Gestalt, die ihr vorher gesehen habt. Mhm. Du siehst noch so ein bisschen so die lilanen Haare rausflattern aus dieser Kapuze. Ja. Und dann greift diese Person dich an. Fangen wir halt noch Angry Sex. Was hast du für eine AC? 14 gerade mit Matchama. Du hast in letzter Sekunde, weil du dich umgedreht hast, weil du ein komisches Gefühl hattest und du bist ja auch eine Seherin, irgendeine Intuition hat dich dazu gebracht, dich umzudrehen und genau in dem Moment sticht diese andere Person mit einem Rapier nach dir verfehlt aber, weil du genau in dem Moment einfach dich bewegt hast. Also die hätte dir eigentlich in den Nacken gestochen und das hätte ein guter Killshot werden können, aber die muss wohl auch mehr oder weniger unsichtbar gewesen sein, weil es ist wirklich so, du drehst dich so um und du siehst, wie die sich materialisiert und nach dir sticht und dich verfehlt. Okay. Wow, sie hat trotzdem verfehlt. Ja. Das ist echt schlecht von ihr. Das kann doch nicht gut fürs Ego sein. Gut, dass ich mir letztes Mal die eine Runde genommen habe, wo ich nicht eingegriffen habe, sondern Wahnsinn, mir selbst die Sauerstoffmaske aber jetzt. Okay. Naja, weil du die Rüstung hast, ne? Ja, Major Hammer. Sonst wäre das. Das war smart. So, der Manticore ist dran. Und der Manticore macht jetzt was anderes. Und zwar, ihr steht jetzt zusammen, King und Dings. Ne? Was hat King für ein AC? Ich kann schon mal würfeln. 15. Stimmt, so sehen wir bedrohlicher aus. Ich umgebe, weißt du, so Tierlogik, ne? Immer zusammen, wenn Löwe dich angreift. Groß machen. Ja. King wird, was hast du gesagt? 15. Okay. Der Manticore geht auch los mit großem Gebrüll. Er beißt nach dir, du weichst ihm aber aus. Dann kommt noch eine Klaue hinterher, der weichst du auch aus. Und die zweite Klaue galt King und die hat auch getroffen. Und da macht er jetzt. Das ist nur eine 6. Okay. Plus King ist ja Oberkörper. Macht 5 Punkte Schaden. Okay. Und die sind natürlich nicht halbiert, weil der hat keinen. Nee, natürlich nicht. Nee. Das sieht erstmal noch ganz okay aus, aber er reißt ihm halt diese Klauen einmal quer über die Brust. Aber es ist jetzt kein sehr tiefer Schnitt. Ne? King ist eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ja, er sieht das aus wie Bruce Lee. Ja, geil. Kann man auch rüber tätowieren lassen. Genau. Gut bei Dates. Kann ein gutes Monster Energy Promo machen kann er jetzt. Das ist aber damit auch erledigt. Und Faruk ist dran. Sorry, ich muss gerade noch überlegen, dass echt eine gute Idee wäre, wenn es in der Welt so ein Getränk geben würde, was einen aufputscht, was auch Monster Energy heißt. Das macht hier sogar Sinn in der Welt. Das ist gut. Habt ihr eigentlich gar keine Tränke mehr, nur mal so nebenbei? Nee, wir haben wirklich keine Tränke mehr. Ich habe wirklich in meinen. Also ich habe noch welche, aber ich bin ja nicht da. Und meine Runde würde auch jetzt damit bestehen, nichts zu machen. Das wird keine Faruk-Folge. Nee, warte mal. Hab noch welche. Wir haben 3 Health Potions bekommen. Einen habe ich benutzt, also 2 habe ich noch eigentlich. Ich habe noch alle. Ja, das dachte ich mir nämlich auch die ganze Zeit. Du kannst die, du weißt, dass du die im Kampf trinken kannst. Ich habe die ganze Zeit in mein Inventar geguckt, aber nicht hier in meinen. Was ist bei euch? Bonus-Action, Free-Action? Das ist eine Bonus-Action. Ja. Okay. Da wollen wir mal nicht so sein. Ja, ja. Naja, ich laufe halt dahin. Okay, aber du kannst ja rennen für deine Verhältnisse. Das ist nur die Arme so leicht. Es gibt ja eine Double-Move, dann gibt es aber auch noch eine Quadruple-Move-Action, ne? Ich glaube, die gibt es nur bei Rogues und Mönchen. Ach so, okay. Ja. Naja, ich mache es. Das gab es früher mal. Ich mache so schnell ich kann. Ja. Ich mache jetzt alles in Rennen. Also in Kriechen. Ich muss da ganz kurz im Kopf so ein bisschen durchrechnen, wo du ungefähr wärst. Also ich glaube, wenn du jetzt diese Runde noch rennst, kommst du tatsächlich dann am Ende da an, wo du auch was siehst schon. Das ist ja toll, dann kann ich noch eine Runde rennen, kann ich mitmachen. Nächste Runde dann. Ja. Ich habe alles getan, was ich gedacht habe. Ich warte bitte. Du wolltest halt CSI spielen. Das hatte ein bisschen das. Nee, ich dachte, das wäre notwendig. Okay. Ich dachte, ich tue was Gutes. So, der angeschlagene Bugbear ist noch da. Mhm. Und der
Ich guck mal jetzt mal ganz kurz, wen er mehr hasst. King oder Gummo. Gummo ist hoch, ja? Oder tief? Ich bin hoch. Okay. Ja, der Bugbear. Ja, kleiner Bugbear. Das klingt irgendwie niedlich. Bugbear. Ja, ja. Schlägt nach King. Er holt mit seinem riesigen Morgenstern aus. Man kann richtig so den Wind pfeifen hören, wenn sie diese Dinger durch die Gegend schwimmen. Das ist eine riesige Kugel. Das macht die so. Ja. Ne? Also, das ist so ein. Oder. Also, ja. Keine Ahnung. Was ist das richtige Geräusch? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Jedenfalls schlägt er nach King. King weicht dem komplett lässig aus. Okay. Ist eine viel zu langsame Attacke. Mhm. Er hat vielleicht sogar ein gehässiges Grinsen im Gesicht. Das stimmt. Und es ist überhaupt gar kein Problem für ihn. Die nächste, die dran ist, ist Dexa. Okay, der Bugbear sieht schon ziemlich, ziemlich fertig aus. Ja. Richtig, okay, der dann überlasse ich den King aus. Und dann kriegt er. Ich habe noch nichts von Lula gehört, dass sie irgendwas gesehen hat. Nee, die scheint genau zu kreisen, aber okay. Die letzte Runde hat sie noch nichts gefunden. Genau, dann überlasse ich den Bugbear King und jetzt kriegt der Manticore Firebolt. Wow. Auch hier 19 plus, yeah. Also wow. Ja, 25. Wow. Heidewitz, du hast ja richtig die magischen Hände heute ausgepackt, irgendwie, ey. Irgendwie schon, ne? Nice. Nicht schlecht. Richtig gut, ey. So sicher wie das Amen in der Kirche. Warte mal, kannst du einfach so casten, wenn jemand direkt mit einer Waffe neben dir steht? Kann ich, aber dann ist es mit Disadvantage. Da kommen wir mal jetzt in 20 Fern, also casten kann ich, aber Fernattacken haben Disadvantage. Ja. Yeah. Da ist die 18. Wow. Okay. Okay. Wow. Wow. Ja. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, was ich gerade an Schaden gewürfelt hatte. 4 und 7 lag ja, da. 4 und 7? Ja. Okay. Ja. Also. Kommt da noch was dazu? Nee. 11 Punkte Schaden. Oh, das ist ja auch schon ordentlich. Für den Manticore. Okay. Nice. Das ist jetzt der erste Schaden, den er überhaupt bekommt hier. Ja. Noch 207 HP. Du behältst so ein bisschen Laverna im Auge mit ihrem Rapier. Die auch nannte, ist ja ein fluides Ding, ne? Also, sie hat es gerade zugestochen, du weichst aus. So leicht nach hinten gelehnt, streckst du den Arm aus und schießt einen Feuerbolzen auf diesen riesigen Manticore. Ist das cool. Da guckst du nicht mal genau hin, weil der ist so groß, du kannst ihn fast gar nicht verfehlen, offensichtlich. Ja. Und brennst dem so ein richtig krasses Loch hinten in den Pelz rein. Mhm. Und er brüllt auf einmal. Ja, so auf dem Rücken. Ja, schön auf dem Pop ist. Er hat halt auch einen großen Hintern. Ja, ist er, ist, locker einen riesigen Hintern. Ist ja halt größer als ein Pferd. Ja. Ja. Und brennt dann ein richtig ordentliches Loch ein. Der Manticore brüllt einmal erzürnt auf, ist aber immer noch gut im Spiel. Ja. Kennst du das, wenn so eine Health Bar, du weißt, du hast Damage gemacht, aber da ist kein Rot. Ja, du habe ich ihn wirklich getroffen? Und du hast so die Zahl aufblenden sehen. Und dann immer noch alles. Ja. Okay, und dann würde... Achso, King ist noch dran. Genau, ich schicke King auf den Bugbear. Ja. Und ich sage ihm aber, er soll versuchen, ihn nur auszunocken und nicht zu töten. Okay, also non-lethal damage mit seinem Schwert. Ist ja vielleicht auch nicht schadet, wenn wir mal jemanden verhören können nachher. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Weiß es nicht, ob man sich, also, okay. Ja? Ich weiß ja gar nicht, ist... Ich weiß nicht, wie schlau die sind, aber okay, Ist Dexa überhaupt bekannt damit, wie wir verhören? Nee. Oder lernen wir uns da nochmal richtig kennen? Nee. Nicht wirklich, nee. Aber Dexa kann halt das selber ziemlich gut verhören. Ja, okay, also Dexa würde euch dann auch sagen, haut mal ab. Also, ich habe ja Mittel und Wege... Sehr gut. Ich möchte einfach nur zugucken und dabei nichts anhaben. Wobei, das ist nicht der schlechteste Einwand. Ich wollte dich jetzt nicht von deinem Plan abbringen. Ja, mach wobei, das mal, der wie Punkt du ist halt, da steht halt auch eine Bardin hinter mir, die möglicherweise heilen kann. Insofern. Das ist ein Argument. Ja, also das geht auch gerade genauso durch Dexas Kopf. So, ich sage so, King, lass ihn leben. Also, alle Scheiße, hau ihn tot. Okay. Sehr gut. Na dann, King, komm. Flex nochmal, Babe. Also teleportieren und ja, schade. Das ist eine 43. Das ist eine 3 und eine 4, also mit die 10 treffen ist beide das nicht. Höchste. Ja, okay, er teleportiert sich zum Bugbear rüber. So einen halben Meter zu weit. Ich glaube sogar, er ist so athletisch, dass er sich tatsächlich auf den Morgenstern, der gerade wieder in die Erde eingeschlagen ist, so drauf teleportiert, den Dings hochläuft, den Griff hochläuft. Aber der Bugbear schlägt nach ihm, bevor er ihn richtig treffen kann und er muss zurückspringen. Ja. Ey, das ist so richtig geiler Herr der Ringe-Choreo-Shit hier gerade. Ja. Ist nicht dein erster Ritt, ne? I agree, ja. Ich habe auch einige Filme gesehen in meinem Leben. Ja, ich meine, also, wenn wir jetzt hier mit sowas rumschießen,
ne, mit so solchen Sachen. Also dann kann man natürlich auch mal zurückschießen, würde ich sagen. Ne? Dann da wird ja auch mal zurückgeschossen. Schieß mal zurück. Okay, über euch im Himmel, da passiert jetzt ein bisschen was. Und du hast übrigens auch noch jetzt gerade, Lola, so eine Warnung an dich abfeuern. Ja. Sie hat ihn entdeckt. Okay. Das Problem ist, der Haifisch ist schon unter euch. Ja. Beziehungsweise in diesem Fall über euch. Er fliegt über euch im Himmel. Der Himmel ist, wie gesagt, schwarz. Mhm. Aber jetzt seht ihr, dass da so rote Funken entstehen. Drei gleißende Feuerstrahlen kommen aus dem Himmel runter. Auf jeden von euch ein, also nicht auf dich, du bist noch nicht in der Reichweite. Nee, ich bin nur neidisch, dass ich mit Abstand die uncoolsten Spells der Gruppe habe. Ja. Das ist gerade so, das ist nur Neid in meinen Augen. Und jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz gucken, wie er das eigentlich macht. Stelle ich mir gerade so einen richtigen Dark Souls Boss vor. Wie macht man da den Angriffswurf? Falls es Magic Missile ist? Gar nee. Nicht, die treffen nein, einfach. Nein, das ist keine Magic Missile. Okay. Es ist einfach ein Fernkampfangriff, oder was? Ja, ja. Also, welcher Spell ist es denn, wenn ich dann mal so dumm frage? Scorching Ray ist das. Scorching Ray ist, glaube ich, einfach ein Fernkampfangriff. Ja. Aber mit Intelligenz als Dings, oder was? Das müsste bei der Kreatur irgendwo stehen, was sein Angriffsbonus für Spell-Attacks ist. Ganz oben über den Zaubersprüchen. Also direkt über seinen Sprüchen steht so meistens. Gut, hier ist, zu haben, Georg. So und so Level Spellcaster ja, plus irgendwas zu Spell-Attacks. Ah ja. Okay, ich hab's gefunden. Okay, gut. Gucken wir einfach mal. Achso, ich sollte die Reihenfolge dringend festlegen. Ich fange einfach bei King an, gehe zu Gummo und dann zu Dexa. Bing, bing, bing. Yo. Und yo. Okay. Das ist leider suboptimal gelaufen. Die drei Scorching Rays kommen aus dem Himmel geschossen. Ja, sind wirklich so drei dünne Feuerstrahlen, die gleichzeitig von demselben Punkt abgehen. Das ist wie eine Lightshow eigentlich, so eine Lasershow. Der erste geht auf King. King ist aber gerade noch dabei, mit diesem Bugbear so sehr nah miteinander zu kämpfen, und deswegen verfehlt er ihn so ein bisschen. Er trifft ihn nicht, er schlägt neben ihm im Boden ein und verbrennt die Erde dort. Der zweite trifft leider. Und der trifft leider Gummo. Oh no. Ist aber gar nicht so schlimm. Schade. Es hätte sehr viel mehr Spaß gemacht, wenn er... Oh, Moment. In 5 feet of an ally of the Hobgoblin. Actually is. Das ist keiner von den Scharnieren. Wie viele Hitpoints hast du noch? 15. Okay. Du kriegst 10 Hitpoints abgezogen. Das ist schon halbiert? Es gibt kein Halbieren bei dem Zauber. Okay. Okay. Das gilt nur für so Hieb- und Stichwaffen. Okay. Außer wenn er Bärtotenbarbar wäre. Bärtotenbarbaren sind so gut wie untötbar, weil die bei Rage auf alles. Also egal. Ich habe einen Bärtotenbarbar in meinem Home Game. Das ist ein bisschen frustrierend. Gummo, nachdem das passiert, das schlägt bei dir ein. Ne? Ja. Es geht alles ganz schnell. Du bist gerade mitten im Kampf, es läuft eigentlich ganz gut. Und dann trifft dich aus dem Himmel, also so von schräg hinten, trifft dich einfach dieser extrem heiße Strahl. Du hast eine Rüstung an, deswegen wird das alles ein bisschen abgefangen. Aber es brennt, es tut wahnsinnig nicht weh. Und dein ganzer Rücken ist jetzt so ein bisschen verbrannt davon. Möchtest du darauf reagieren in irgendeiner Form? Ich möchte meine Healing Potions nehmen. Nee, ich meine schauspielerisch reagieren. So, ich habe ja noch nie gespürt. Also so, hast du dir schon mal im Ofen was verbrannt? Ja, schon. Stell dir vor, dein ganzer Rücken würde so wehtun. Ach du Scheiße. Ja, ich schreie laut auf, also ich schreie wirklich laut auf und versuche mir und greife mir mit der Hand in den Rücken und sehe dann wahrscheinlich Blut, ne? Nee, es ist tatsächlich verbrannt. Also das ist einfach nur. Es ist wirklich richtig schlimm. Also die ganze Haut ist einfach richtig verbrannt. Oh, dann muss ich den ganzen Tag auf dem Bauch schlafen. Der letzte Scorching Ray, der trifft auch. Und zwar... trifft er ja Dexa. Mhm. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz würfeln. Gott, ey, Junge, ist das unangenehm. Nee, das stelle ich mir richtig unangenehm vor. So Brandblasen jetzt plötzlich so. Du kriegst 14 Punkte Schaden. Okay. Ihr merkt auch, jetzt wo das passiert, also auch er wird massiv verbrannt, ist ja auch noch klein. Also so, du wirst richtig erfasst von diesem Strahl und weggeschossen davon.
Und was ihr aber jetzt beide so ein bisschen gemerkt habt, ist, der Typ da oben, der ist sehr gut darin, das perfekte Timing zu finden, weil ihr müsst euch ja vorstellen, es ist ein dynamischer Kampf. Das heißt, der Manticore kämpft die ganze Zeit mit dir, Laverna bedroht dich die ganze Zeit mit ihrem Rapier, sticht nach dir und so. Und was er halt macht, ist, er scheint sehr gut darin zu sein, genau den Punkt zu finden, wo ihr frei steht für eine Sekunde und wo ihr nicht ihn seht. Es kommt immer von hinten. Mhm. So. Da ist er richtig, richtig brillant drin. Also der ist wie so ein General, was das angeht. Der weiß ganz genau, wo er eingreifen muss. Fängt mit P an, hört mit Act Tactics auf, ne? Ich weiß gar nicht, ob es da so heißt, aber so, ja, es ist sowas, genau. Ja. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ist ja auch nicht so wichtig, war nur Trivia für die Leute zu Hause. Ah, sorry, ich zieh's zurück. Du kriegst nur 8 Punkte Schaden. Weil das, was ich hier benutzt habe, das kann man nur einmal die Runde befinden. Das ist schon bei ihm gewesen. Oh, dann, jetzt. Okay. Na jetzt. Es ist Arcane Advantage. Es ist für Feldzauberer praktisch, also für Armeezauberer. Okay. Ach, die besser ist ja interessant. Die arbeiten halt besser zusammen. Okay. Aber Gummo ist dran. Ich nehme meine 2 Healing Potions. Ja. Die sind 2d4 plus 2. Ich will ja jetzt nicht, aber du kannst wahrscheinlich nur einen pro Runde nehmen, oder? Trinken, ja. Ich habe aber einen guten Zug. Du bist ein durstiges Kerlchen, du. Ich würde es mal so sagen, wenn du gar nichts anderes machst in der Runde, dann kannst du von mir aus auch 2 trinken. Ja, aber dann nimmst du jetzt 3 Angriffe auf für einen zweiten Healing Potion. Nee, okay, dann würde ich erstmal den Angriff machen auf den Bugbären und danach mir das Healing Potion geben. Sehr gut, ja. Dann mache ich das mal so. Dann würde ich aber hier... Mach erstmal nur einen einzelnen Angriff. Ja, genau, ja. Trink doch einfach mal einen. Genau. Aber du kannst dann vielleicht den Rest auf den... Eine 11 plus 8. Hat getroffen, mach mal Schaden. So, ist eine 5 plus 7, ist eine 12. Okay. Du, du wurdest gerade massiv verbrannt und schreist auch ein bisschen vor Wut, weil Barbaren mögen das gar nicht, wenn man ihnen wehtut. Und nutzt diese Rage und rammst fast... Du guckst fast gar nicht mehr hin. Du bist einfach nur, du rammst dem einfach deinen Dreizack unters Kinn direkt bis in den Schädel rein und schmeißt ihn förmlich weg. Jawohl. Du bist einfach richtig sauer jetzt. Jawohl. Du hast noch 2 Attacken, die kannst du auf den Manticore verwenden. Das würde ich gerne machen. Ich habe gerade Blut geleckt. Gib dem Bruder. So, komm jetzt. Würde ich will gerade, aber der Manticore hat ja wirklich auch Schaden genommen durch das. In welchem Zustand ist der Manticore? Kann ich das? In sehr gutem Zustand. Wie so ein Gebrauchtwagen. Ich wollte sagen, sehr freudig, also der ist noch ein wenig auf den Gebeten. Der ist fast wie neu. Fast wie neu. Ja, man riecht sogar richtig. Da bin ich halt leichte Schäden aber auf der Rückseite. Ja, schon auch so ein Manticore, der verliert ja 30% an Wert, sobald er aus der Höhle kriecht. Ja, also. Ja, den kannst du nicht mehr zum Vollpreis verkaufen, jetzt. Das stimmt. Ja. Du brauchst. Da wollen wir schon so 20-30% Rabatt geben. Du hast noch 2 Attacken und der Manticore steht da. Also. Ja, aber dann bin ich ja in seiner. Bin ich ja dann in das seiner bist du sowieso. Bist du sowieso. Okay, okay. Also technisch macht das keinen Unterschied. Boom! Hat gesessen. Jetzt nochmal eine 20 hinterher. Mach mal einen Crit. Eine 4. Okay. Also nur einer von den beiden. Einer von den beiden hat getroffen. Das ist eine 8. Plus 7. Plus 7. 15, ja. Yes. Das ist ein sehr solider Treffer. Was denn, Bruder? Muskelkarte. Sorry. Du hast ja, wie gesagt, fast, ich sag es einfach mal, es stimmt zwar nicht ganz, aber du hast einhändig jetzt einfach so dem Hobgoblin das Ding reingerammt, so, ne? Während er gerade noch mit King zusammen war, zu Gange war. Und hast ihn dann einfach so weggeschmissen, praktisch. Drehst dich dann zu dem Manticore um, packst deinen Dreizack wieder in beide Hände und stichst dem einmal richtig in die Brust rein. Und der schreit auch auf. Also für seine Verhältnisse, der brüllt auch auf. Du hast ihn definitiv verletzt. Das hat richtig wehgetan. Und da kommt auch ordentlich Blut rausgespritzt. Kann er jetzt trotzdem noch seine Healing Potion essen? Ja, eine kannst du auf jeden Fall nehmen. Okay, dann 2d4 plus 2. 2d4 sogar? Ja, guck mal. Okay, gut. Oh, das war schlecht. Das ist eine 3. Also 5. Mann ey, ist aber auch ein komischer Würfel zum Werfen. Und eine 1 leider. Also 5 plus 3, 8 Damage. Die 2 ist nur einmal drauf. Achso. Also okay, aber dann bin ich doch wieder bei 11. Oh. Ja. Genau, okay. Deine Wunden, vor allen Dingen dein Rücken, fängt an, sich so ein bisschen zu schließen, als du diesen Heiltrank trinkst. Du merkst richtig so, es brennt jetzt nicht mehr so krass auf dem Rücken. Du hast so das Gefühl, die Haut regeneriert sich überall ein bisschen. Du hast immer noch sehr viel Schaden genommen, aber es geht dir einen Ticken besser und deine Wunden bluten wenigstens nicht mehr. Mhm. Sehr gut. Nächste Person, die dran ist, ist eine gewisse Bardin. Und diese Bardin... Die muss jetzt mal ein bisschen Action hier machen, weil so geht das nicht weiter. So können wir hier nicht arbeiten.
Ja, du hast ja gerade noch ordentlichen Schaden bekommen durch diesen Scorching Ray aus dem Himmel. Und sie macht aber was ganz anderes. Oh, wohl. Oh, das ist funny. Ja, okay. Mm-hmm. Kind of like it. Gib's mir. Komm, zeig uns mal jetzt. Mach mal bitte einen Konstitutions-Saving Throw. Was hat sie denn vor schon wieder? Jetzt ist wirklich die Frage, kann ich ahnen, was sie gerade castet, um möglicherweise einen Counterspell zu machen? Du merkst, wie sich die Luft um sie zusammenzieht und anfängt zu vibrieren. Ja, nee, ein Shatter ist mir kein Counterspell wert. Mach ist mein bestes Spell, du Arschloch. Oh, shit. Das ist wirklich... Wow. Komm, ich helfe dir beim nächsten Leveling mal deine Spells auszusuchen. Ich finde es so gut, dass du immer noch unterwegs bist. Die Folge gibt es mich nicht. Ich bin nur, also es ist sehr, sehr spannend. Kurz. Du bist in der nächsten Folge, also in der nächsten Runde bist du dran. In der nächsten Folge bist du tot. Ja. Okay. So witzig. Constitution Save ist eine 15. Das ist gut. Not bad. Das wirst du geschafft haben, würde ich fast behaupten. Nice, aber wahrscheinlich ziemlich knapp, oder? So mal. Ach, du bist richtig on fire heute, Dexter. Richtig krass. Ich hab irgendwie, ja doch, glaube ich, das erste Mal, dass ich durchgehend ziemlich gut würfel, ja, von Ausnahmen abgesehen. Richtig gesehen. Gut. Es ist erstaunlich still geworden gerade. Ich mache mir manchmal Sorgen, wenn ich diese Augen sehe. Da bin ich immer so, halt die Klappe. Die Luft zieht sich auch zusammen. Das ist ja auch gerade. Ich habe schon gesagt, die Luft zieht sich zusammen. Und was sie jetzt macht, ist, sie stampft auf den Boden auf einmal. Mhm. Eine Druckwelle geht von ihr in alle Richtungen aus. Ja. Haut auch ein paar Zelte um, die noch da standen, gerade so. Und erwischt halt auch dich. Ja. Du hast allerdings, du bist auch klein, du bist dein Schwerpunkt ist niedrig am Boden. Mhm. Du weißt, dass das ein The Thunder Wave ist. Normalerweise dazu gedacht, Leute auch umzuhauen. Ja. Aber du bleibst stehen. Du wirst nur so ein bisschen zurückgedrückt durch die Welle. Und du kriegst 6 Punkte Schaden. Oh, das geht noch, nee, oder? Sorry. Nicht mal. 3 Punkte Schaden. Weil du hast ja halbiert wegen Dings, genau, ne? Das den habe ich, glaube ich, auch stark. Oder warte mal, ist das ein... Hat sie das irgendwie vergangen? Nee, hat sie nicht. Okay. Ja, das ist auch schon die Aktion, die sie macht. Sie scheint ein bisschen angepisst davon zu sein, dass du ihre Spells so gut aushältst. vieles davon wurde auch wieder von deiner magischen Rüstung abgefangen. Ja. Da bist du noch erstaunlich fit für, auf jeden Fall. Ich sag so ganz leise zu ihr. Baden-Magie. Der Manticore ist dran. Und der Manticore, der will jetzt hier auch mal irgendwie ein bisschen was loswerden. Yo. Wie viel AC hat King? 15, oder? Ja. Ah. Wurde ich einmal ausgelassen? Ich war erst zweimal dran. Du bist der letzte Mal in der Runde. Oh, okay. So, das machen wir doch mal ganz schnell. Und... Warum verliere ich immer den D8 irgendwie aus den Augen? So. Also ein psychologischer Test für dich, wie lange du quasi bei Verstand bleiben kannst, wenn du nicht spielst. Also, das ist eine Challenge für dich geworden. Der Manticore flippt so ein bisschen aus und fängt an, auf King loszugehen. Gott sei Dank, die Manticore sind ja nicht ganz so dumm und auch er verfolgt jetzt vielleicht die Strategie, den Schwächsten auszuknipsen, seiner Meinung nach. Mhm. Und nachdem Gummo ihm gerade so einen ordentlichen Schlag verpasst hat, ist er so, okay, ich mache erstmal den einen da weg, damit ich den nicht mehr habe. Er macht ihm 15 Punkte Schaden. Eine Mischung aus. King steht noch, aber sieht echt nicht mehr gut aus. Ja, ja. Also er sieht schon. Also, er, ist ein Mann. Er beißt in ihn rein und schüttelt ihn einmal so durch und schmeißt ihn dann weg und schlägt nochmal mit der Klaue nach. Wie viel? Wow. 15 Punkte Schaden hat er bekommen? Okay. Uiuiuiui, ui, 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 das ist ordentlich. Ja. Und jetzt ist Faruk dran. Ja, ich bin so, und der Manticore brüllt noch einmal fast schon trotzig sowohl King als auch Gummo an. Und also bewegt sich also wie so ein Löwe, halt, das macht so, schreitet so ein bisschen um euch herum. Nice. Ja. Faruk? Ja, Faruk rennt, ne? Ja, du bist angekommen jetzt. Ich hab ja schon im gesagt, Leben oder im Kampf? Du bist ja schon am Ende der letzten Runde so nah angekommen, dass wenn du jetzt so einen Schritt weiter um ein Zelt rum machst, dann siehst du die Szenerie. Es ist ja wie eine Straße jetzt praktisch, die du runterguckst. Ja. Und du siehst in der Reihenfolge, du siehst die verhüllte Gestalt, dann siehst du Dexa, die beide sind beieinander. Dann sind da ungefähr so, weiß ich nicht,
20, 30 Fuß und dann ist da der Manticore mit King und Gummo. Die Bugbears sind tot und du hast von Weitem natürlich gesehen, als du unterwegs warst, du warst ja auch schon fast da, dass aus dem Himmel drei gleißende Lichtstrahlen kamen, die auf deine Freunde runtergerasselt sind. Also, Geprasselt. Ich bin ja jetzt, also am nächsten, ich habe quasi den Rücken von Laverna. Es ist das Erste, was ich sehe. Du weißt nicht, dass es Laverna ist. Naja, aber den Rücken werde ich ja nicht vergessen. Kannst ja viel über Faruk sagen. Du siehst eine vermutlich weibliche Gestalt auf Dexer losgehen mit einem Rapier. So, okay. Das läuft die gerade die ganze Zeit. Du weichst immer noch aus und versuchst ihr also von ihr wegzubleiben und sie jagt dich so ein bisschen mit diesem Rapier durch die Gegend. Also das Erste, was ich natürlich machen möchte, ist, ich würde mal gucken, ob ich im Himmel was erkenne. Oder gibst du mir nicht mal die Chance darauf? Doch, kannst du, auf jeden Fall. Okay. Ich würde zumindest einmal versuchen, weil du die Strahlen habe ich ja gesehen. Auch noch nicht so nah am Licht dran, dass du jetzt permanent geblendet sein würdest. Du kannst es gerne ich mal probieren. Ich werde zumindest mal versuchen. Du hast ja jetzt auch einen Ankerpunkt. Du weißt jetzt ungefähr, wo du hingucken musst. Kann ich einen Lucky dafür verwenden, dass ich noch einen D8 dazu kriege? Geht das dafür? Das ist Bardic Inspiration. Lucky heißt, dass du zweimal würfeln darfst. Das ist Advantage, Dann würde ich das ehrlich gesagt, ich habe ja noch drei. Aber auch nochmal zur Erinnerung. Lucky darfst du entscheiden, nachdem du gewürfelt hast. Ah, okay. Hey Georg, selbst falls du irgendwann nicht mehr mitspielst, kannst du einfach dann unterm Tisch liegen. Ja. Und wenn man eine Frage hat, klopft man und dann kriegt man die richtige Antwort. Wir bauen hier so eine Luke auf. Alles, die wir dann einfach so ich habe noch so eine Luke auf, so Georg, wie geht alles das? Eine Frage des Budgets. Okay, dann ich würde zumindest einmal mal gucken, ob ich den Feldmagier da sehe. Ja, was willst du denn einsetzen jetzt? Nee, erstmal möchte ich wirklich nur glotzen. Du willst nur würfeln, okay. Ich möchte erstmal nur gucken. Nee, ich will wissen, ob du Lucky oder sowas jetzt schon. Nee. Das musst du ja nicht vorher sagen, aber. Eine 5. Ich würde jetzt eines meiner Luckys gebrauchen, um es nochmal zu versuchen, weil ich würde gern irgendwann auch mal dem eine reinwürgen. Gerne. Oder ihr. Was ist das? Eine 6 plus. Naja, aber du bist Perception. Ja so ein Hans Dampf in allen Gassen als Bade. Nee, 9. Ja, 9 ist ein bisschen zu wenig. Du hast immer noch eine ungefähre Ahnung, wo der sein könnte. Ja. Er kann sich natürlich aber auch bewegt haben danach. Nee, klar. Und deswegen kann er könnte auch direkt über dir sein jetzt gerade. Ja. Also du weißt aber, er ist hier irgendwo. Ja, ja. Das ist okay. Dann werde ich einfach mal meine lächerliche Bardenmagie benutzen, um unserer guten Freundin mit den lila Haaren Marie die eine. Also nur, dass du nicht vergisst, wie die Übersicht gesagt ist. Du weißt, du siehst, wie angeschlagen Gummo ist. Hm? Du siehst, dass King zugerichtet wurde gerade von dem Manticore. Du siehst, dass Dexer auch verbrannt wurde und unter Druck steht. Ja. Wobei Dexer also, im Verhältnis zu den anderen noch halbwegs okay genau, aussieht. Genau, aber so genau sieht man sowas nicht in so einer Situation. Nee, also die sind alle gut lediert. Ich weiß. Auf den ersten Blick. Aber ich möchte jetzt erstmal irgendwie auch, also mein Gefühl ist gerade erstmal, hier wird gerade gekämpft und ich würde dem Kampf gerne erstmal erstmal ein Message da lassen. Ja. Auch mal zeigen, dass man da ist, dass man mitmachen Präsenz möchte. Zeigen. Weißt du, dass der Coach auch weiß, nächstes Mal erste Reihe. Ja. Und da würde ich einen Shatter benutzen. Gegen Laverna. Gegen Laverna, genau. Das wäre dann gegen deine, das wäre ein Konstitutionswurf, ne? Sie muss einen Konstitutions-Safe dagegen machen, genau. Und ich kann dann schon mal würfeln, weil egal was passiert, Damage gibt es ja auf jeden Fall. Cool. 6. Dabei läuft diese Würfelcam eigentlich? Ja, die läuft. 14. Okay. Bitte nicht auf den Tisch hauen. Entschuldigung. Erstens. Und zweitens ist 14 sehr viel. Naja, wenn man zweimal eine 1 würfelt, ist das jetzt nicht so geil. Ja. Ist aber viel. Denn sie hat ihren Wurf nicht geschafft und sie kriegt die vollen 14 Punkte Schaden. Wow. At least something. Du ziehst wieder mit deinen kleinen Fühlern die Luft zwischen deinen Fühlern so zusammen zu so einem, fast wie so ein kleiner, so ein schimmernder kleiner Luftpunkt. Mhm. Wirfst das Ding dann nach vorne. Es kommt bei Laverna an, landet da auf dem Boden, erzeugt eine gigantische, nicht gigantische, aber eine große Explosion. Hm? Du musst übrigens ein bisschen aufpassen, damit dass du ihn nicht triffst. Ja. Ne? Das hat ja eine gewisse Reach, aber das hast du ja drauf. Du hast das jetzt schon so oft gemacht. Und Laverna wird absolut kalt erwischt davon. Sie hat dich überhaupt nicht kommen sehen, sie wusste nicht, dass du da bist, sie stand mit dem Rücken zu dir und jetzt eigentlich so wie bei dir vorhin, nur dass du aus irgendeinem Grund die Voraussicht hattest, dich irgendwie zu schützen davor, wird sie halt regelrecht von den Beinen gehoben von dieser Explosion. Sie fällt hin,
Also sie wird so richtig zur Seite gescheut, wie von einer Granate, die neben dir einschlägt. Ne? Ihre Klamotten werden so ein bisschen angefetzt teilweise, ihre Kapuze fliegt runter. Jetzt sieht man die lavendel-lilanen Haare, die sie hat. Und ja, sie schreit vor Schmerz auf jeden Fall. Und dann rappelt sie sich aber auch wieder langsam hoch. Dreht sie sich zu mir um? Sie guckt dann sich um, panisch und oder wütend und sieht dich dann auch. Sie hat Schnitte im Gesicht und so. Es fließt Blut auf jeden Fall. Sie hat auf jeden Fall richtig Schaden genommen davon. Und als sie dich sieht, verengen sich ihre Augen zu hasserfüllten Schlitzen. Na, ist es wirklich Hass? Es ist Hass. Es ist definitiver Hass. Nachdem ich das gerade gesehen habe, rufe ich kurz rüber zu Faruk. Yo, Faruk, fette Badenmagie! Faruk freut sich übrigens, dass er das hört. Okay. Ja, ich glaube, damit bin ich jetzt auch erstmal fertig mit dem, was ich tun konnte und oder wollte. Gut. Nächster da dran ist Dexter. So, kann ich den Typ, der mich gerade mit einem Scorching Ray verbrannt hat, jetzt sehen? Machen wir einen Perception-Wurf. Echt geil, man muss gar nicht unsichtbar sein, man muss nur wissen, wo man zu sein hat. Ja. 15. 14. 5, ja. Plus? Nee, 15 minus 1. Also, der hat mich gerade ist halt echt nicht toll. Aber wisst ihr was? Ich will mal nicht so sein. Ja, du kannst ihn sehen, weil er sich nicht bewegt hat. Okay, danke. Ich hab in meinem Kopf nicht die Entscheidung getroffen, dass er sich sofort danach weiter bewegt. Ergo, ja, du weißt, wo das herkam. Du hast jetzt halbwegs Perception geworfen. Du siehst ihn schemenhaft da oben. Du siehst ihn nicht gut. Schlechte Visibilität. Das reicht aber, um ihn im Feuerball zu erwischen. Ja, das ist ja. Ich habe nicht gefragt, wie weit er weg ist, aber genau. Also ich kenne seine ungefähre Richtung. Also so Luftlinie wahrscheinlich so um die 60 Fuß. Ja, easy. Genau, und dann passt es ja auch eben. Ich würde ihn jetzt vielleicht nicht mit einem Fireball. Aber er muss halt nah genug, um zu schießen. Aber ich weiß seine generelle Richtung. Ich versuche den Fireball wirklich das Zentrum genau auf sein Gesicht zu setzen, aber. Wenn ich ein paar Meter daneben liege, ist auch nicht so schlecht. So, und jetzt einmal eine Frage an euch beide. Das ist jetzt ein Gamble, deswegen einfach nur so geraten. Ja. Hat der weniger als plus 5 auf seinen Dexterity Save oder hat er plus 5 oder mehr auf seinen Dexterity Save? Wir haben keine Ahnung, das zu wissen. Mein Guess wäre weniger. Okay. Aber mir zu vertrauen ist wirklich wahnsinnig. Ich weiß es ja auch nicht, aber dann setzen wir jetzt mal darauf, dass wir da richtig geraten haben. Deswegen kriegt er meinen letzten Portent Roll für seinen Dexterity Save. Oh, fuck. Und hey, du kannst deinen Dexterity Save aufbauen? A creature you can see. Oh, okay. Oh. Ohne Widerstand. Okay, alles klar, gut. Ja. Spannend, ja. Genau, deswegen hat er also jetzt einen 9 gewürfelt für seinen Dex Save. Und da kommt eben noch sein Saving Throw dazu. Und was ist der DC bei dir? 14. Dann hat er den nicht geschafft. Nice. Okay. Sehr gut. Entschuldigung, aber das war Freude. Nice. Du musst aufhören, auf den Tisch zu hauen. Ich bin emotional involviert. Es tut mir leid. Ich bin heute emotional. Das sind sehr viele Würfel. Das sind sehr viele Würfel. Das ist das, was Faruk letztes Mal abgekriegt hat. Das kriegt er jetzt nicht. Ist das einen von mir noch? Ja, komm, warum nicht? Ja. 8, genau. Oder? Nicht, dass ich hier übertreibe, aber sind doch... Nee, das klingt schon richtig. Ja, ach, ey, weil du hast es einmal bis jetzt gemacht und letztes Mal war es nicht so stark. Ich habe es zweimal gemacht und es war beide Male nicht der heftigste, aber komm. Aber ich fühle es diesmal. Ja, es ist wieder so im Mittelfeld. Okay, komm. 10, das war eine 5. Meine Würfel war natürlich eine 1. 10, 12, 18, 21, 22... 23, 25 Punkte Feuerschaden. Schlecht. 25? Das ist ordentlich. Kommt jetzt nichts mehr dazu, ja? Das waren alle Würfel. Okay. 25. Nice, sehr gut. Aber eine Frage, Game Master. Ja. Muss der möglicherweise auch Konzentrationscheck für seinen Flugzauber machen? Ja. Sehr gut. Nice. Ja, also ich würde das schon so handeln, also wenn du so katastrophalen Schaden nimmst. 25 ist schon echt ordentlich. Für einen Magier ist das sehr viel. Ja. Ne? Also wenn du jetzt ein High-Level-Barbarian oder so hast, der steckt sowas weg, aber ein Magier, das ist dann schon... Naja, also bei Konzentration, nur so ganz kurz, das ist ja prinzipiell einfach, wenn der Spell Concentration hat, ist es einfach ein Constitution-Save auf die Hälfte des Schadens. Oder 10 mindestens. Was jetzt? Wenn der knapp so wäre, 13, 12. Hm? Genau, 12 wäre es jetzt in dem Fall der DC für seinen Constitution Save. Klatsch auf den Boden. Ist jetzt eigentlich ein richtig guter Breakpoint. Eigentlich schon, oder? Ja. Dann müssen wir wirklich mal sehen, was dabei rauskommt. Okay. Wisst ihr was?
Das ist wirklich ein fantastischer Breakpoint. Ihr habt gesehen, verprügelt mit Drachen. Ich kann noch dazu sagen, okay, also Dexter, du formst deinen Feuerball in deinen Händen. Ja. Du sagst die arkanen Worte, die notwendig sind und so weiter. Du schmeißt das Ding nach oben. Es kommt tatsächlich in die Nähe von dieser schwarzen Gestalt, ziemlich nah ran. Ich meine, der ist auch nicht statisch, der bewegt sich auch so ein bisschen. Und dann explodiert dieser gigantische Feuerball neben diesem Hobgoblin. Und wir finden in der nächsten Folge heraus, ob und wie ihm das gefallen hat, sagen wir es mal so. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr uns ein Abo da lasst, wenn ihr uns lasst uns Kommentare da, schreibt mal dazu, wie ihr die Story findet, schreibt dazu, wie ihr denkt, wie es weitergeht, schreibt dazu, wenn ihr denkt, dass jemand nicht überleben wird, und schreibt auch gerne, was ihr denkt, was mit Laverna passieren sollte, falls sie jetzt wieder gefangen genommen wird. was wir hoffentlich vermeiden können. Oh, wenn ich Geld in Kupfer tauschen, Junge, wird die was genau, zu fressen. Genau, ihr könnt auch gerne drunter kommen. Glaubt ihr, dass der Hobgoblin das jetzt hier überlebt hat, diesen Feuerball, und wenn ja, wie? Und ob er seinen Flugzauber noch hat. Das wäre auch noch ganz interessant. Das können wir alles rausfinden in der nächsten Folge. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Kommt gut nach Hause. Na, warte, Georg, wenn man heute beeindruckt war von dem, wie du hier abwürfelst, hast du sonst noch irgendwas, was man von dir sehen kann? Also ja, natürlich. Man kann natürlich, wie Mathilde und Georg produzieren, Unterhaltung hören, wo ich keine Feuerbälle durch die Gegend schieße, aber Quatsch rede mit einer super coolen Kollegin. Sehr gut. Cool, das wollte ich nur überall, wo es Podcasts gibt. Danke. Also, kommt gut nach Hause. Gott schütze den Buchdruck. Nehmt immer das volle Kupfer. Und baut keinen Scheiß mit Greifeneiern. Tschüss. Bye. Ciao.